Herr Weber, wir befinden uns am Vortag der offiziellen IAA-Pressetage. Was sind die wichtigsten Botschaften, die Mercedes dieses Jahr hier zu bieten hat? Gut, die S-Klasse steht im Mittelpunkt in Frankfurt. Das Auto ist für die Kunden verfügbar und dann haben wir die effizienteste S-Klasse aller Zeiten mitgebracht, unseren S-Klasse Plug-in-Hybrid mit, wie ich meine, beeindruckenden Daten. Der fährt 30 Kilometer weit voll elektrisch, Zero Emission. Er hat einen Verbrauch von 3 Liter und 69 Gramm CO2 pro Kilometer. Beeindruckende Werte und dabei Fahrspaß pur. Das ist toll. Wann kommen Sie denn mit diesem Auto auf den Markt? Dieses Auto kommt nächstes Jahr auf den Markt und damit werden wir Stück für Stück jetzt die Innovation der S-Klasse weiter ausrollen. Gibt es denn auch was Neues zum Thema Elektromobilität oder schläft es langsam ein? Wir haben natürlich auch hier wieder was Besonderes mitgebracht, unsere B-Klasse Electric Drive, ein fünfsitziges Elektrofahrzeug ohne jede Einschränkungen für fünf Personen mit dem voll verfügbaren Kofferraum. Das Auto fährt, wie der Teufel würde ich jetzt mal locker sagen, wirklich Fahrspaß pur mit beeindruckenden Beschleunigungswerten und dabei 200 Kilometer weit, die sind 3 Stunden voll aufgeladen. Also da sieht man schon Tesla Inside und die Mercedes-Technologie, das ist wirklich etwas, was perfekt hier nach Frankfurt passt. Super, ganz herzlichen Dank, Herr Weber, für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen eine spannende und erfolgreiche IAA. Das wird das sicher. Dankeschön.